ganz wichtiges Event. Nicht nur ein Event des Feierns wegen, sondern weil in dieser Branche werden die schönsten, besonderen Innovationen der Branche ausgezeichnet. Ein Teil der Jury zu sein bei den Duftstars, das ist für mich eine große Freude, weil es immer ein großer Spaß ist und man sieht viele Menschen aus dieser Parfumwelt, mit denen man spannende Dinge austauschen kann. Aber es ist natürlich vor allem auch eine große Ehre. Dass ich an der Jury-Sitzung teilnehmen konnte, das war für mich der Auftakt dieser Arbeit. Ich hätte mir jetzt gar nicht vorstellen können, nur die Moderation des Abends zu übernehmen, sondern es ist für mich ganz besonders schön, auch jetzt schon so in diesem Thema zu sein. Ich bin heute nicht hierher gekommen, um zu gucken, ob ich einen Duft finde, der zu mir passt, sondern wie komplex ist der Duft und wie gut transportiert der Duft das, was der Parfümeur oder die Brand damit sagen wollte. Und danach habe ich auch bewertet und es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wie riecht es, wie sieht es aus, wie fühlt es sich auf der Haut an? Also alle Sinne melden sich da mal. Also Parfum ist eben auch Kunst. Das ist einfach ein super nettes Branchentreffen. Man trifft tolle Kollegen und Kolleginnen. Parfum ist für mich ein Gesamtkunstwerk. Dabei kommt es vor allem darauf an, mich von meinen Sinnen leiten zu lassen. Und da spielen für mich Faktoren wie das Design, das Packaging, aber auch die Gesamthistorie der Marke eine wichtige Rolle. Und da lasse ich mich dann gerne auch von meinen Sinnen leiten.